400 Meter. Es bleibt immer noch spannend. Weil wir kommen doch schief, ne? So ist nett. Ich beschleunige das mal ein bisschen, weil sonst dauert das natürlich viel zu lang. Das wollen wir nicht. Da ist irgendwas eingeschlagen, das wird der Hitzeschild gewesen sein. Also mit dem müssen wir nochmal ein paar Tests durchführen. Das ist ja irgendwie... irgendwie nicht so geil. Das muss ich nächste Folge direkt mal an den Start bringen. Und was wir natürlich auch machen, ALMR Return ist auch bald am Start. So, 275 Meter. Aber mit dem Hitzeschild nochmal Tests zu machen, wie wir den am besten wieder loswerden, muss ich mir echt mal zu Gemüte führen. Das sollten wir tun, weil sonst haben wir da später echt ein Problem. Und da bin ich nicht wirklich scharf drauf. So, 172 Meter. Könnt ihr mal landen, ihr seht es mehr sowieso nicht, ich sehe das schon. Aber das sollte ein Weltrekord werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Sehr hundertprozentig sicher. Okay, jetzt geben wir hier nochmal Gas, damit wir die letzten paar Meter auch noch geschmeidig... Ah, da ist der Schatten. Oh, Wasseranziehungskraft, ne? Guck dir das an. Isn't that awesome? Und viel zu weit entfernt von dem Ding. Aber okay, das wird die Base. Hammergeil. Ja, bevor wir jetzt irgendwas hier machen. Ja, das bringt's natürlich. Oh Mann, was eine Aktion. Was für eine Aktion. Holen wir erstmal. Wir benennen das Ding erstmal. In was eigentlich? Gerade mal gucken. Base, da. Das ist das allererste, was wir jetzt hier tun. Dresne, Alter. Eigentlich ist es ja Eve Base 1. Eve Surface Outpost 1, richtig? Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie genannt habe, deswegen. Aber ich glaube, es heißt Eve Surface Outpost 1, ja. So, rename. Eve Surface Outpost 1. Es wurde halt echt mal Zeit, dass das mal klappt. Ja, das ist ganz klar. Und ist natürlich eine Base. Except. Bam. So. Das war Nummer 1. Dann EVA on this. Gucken, ob sie auch wieder einsteigen kann. Das wäre natürlich nicht schlecht. Hier kann sie boarden, ne? Könnte sie. Weil die Frage ist natürlich, kommt sie da überhaupt wieder hoch? Ja. Oder? Alter, move. Physics are fucked. Also damit schon mal nicht. Das ist jetzt natürlich dumm. Wenn man da nicht nochmal hochkommen kann. Grab. Alter, what the fuck? Grab. Die kann ganz schön gut klettern, ne? Klappt. Okay, klappt. Jetzt hatte ich schon Schiss. Dann können wir nämlich jetzt auch mal ein Surface-Sample nehmen und das hier schön verarbeiten. Und dann werden wir hier später auch noch eine... Ja. Keep. Take Surface-Sample. Keep. Bodenprobe nehmen. Eine Flagge setzen natürlich. Keine Bodenprobe nehmen. Komm. Climb. Alter. Das ist natürlich jetzt echt blöd, dass die leider nicht bis zum Boden geht, ne? Komm, du kannst das machen. Grab. Scheiße. Okay, das wird jetzt ein bisschen problematisch. Aber sie kommt rein da. Das ist jetzt mal nicht der Punkt. Nur müssten wir da wirklich schauen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommt. Dass das hier mal leichter geht, ne? Alter. Weil die jumpen ja rum wie die letzten Honks. Okay, das können wir aber dann übers Fahrzeug lösen, falls das hier jemals irgendwann landet. Komm. Spring. Ah, Gott, bist du bescheuert, oder was? Gut, die Schwerkraft habe ich nicht bedacht. Was werde ich machen können? Das ist ein gewisses Risiko. Aber
Wir können natürlich das hier machen. So, jetzt liegt das Ding nämlich einfach auf dem Boden. Und dann... Quatsch. Wrong Key. Kannst du nämlich einfach so da rein climben, oder? Jawohl, Crap. Gut, das ist besser. Eindeutig. Board. Board. Und dann kannst du Design starten, nämlich hier. Wie viele Daten haben wir denn? Keine. Review Data. Research. And Research. Das ist schon mal ein bisschen was. Der da drüben hat auch noch was. Start Researching. Okay. Klappt das? Weil das ist so wobbelt, das geht mir gerade gar nicht ab. Okay, gut. Das klappt. Da wird Research, ne? Super. Lights on. Und dann setzen wir eine Flagge. Of course we do. Beziehungsweise, Moment, ich gehe erstmal in die Tracking Station. Schön, dass es geklappt hat. Ich komme gar nicht klar, dass es so endlich mal geklappt hat. I like that. Eve Surface Outpost 1, das stimmt, ja. Okay, das passt. Ich bin froh, dass er da ist, allerdings haben wir die Mission damit noch nicht beendet, ne? So, da gucken wir nämlich jetzt gerade mal in der Missionsbeschreibung explizit, wie viele Kerbals da sein müssen, damit das klappt. Bevor wir jetzt irgendwie noch Flaggen setzen und Scheißdreck. Active. So, wir haben... Nichts, weil... Nichts. Antenna docking port can generate power. Facility 10 Kerbals. Research Lab, Fion Cupula. Maintain Stability ist gegeben. Was natürlich fehlt, sind irgendwie 10 Kerbals, ne? Weil so viele Kerbalräume haben wir natürlich nicht. Wie viele gehen denn da rein in dem Ding? 1, 2, 3, 4. Oder so. Muss ich natürlich jetzt mal checken. Obwohl, ins Labor gehen 2, das wären 8. Nee, das kann nicht sein. Dann hätten wir ja schon 10. Gucken wir mal. Doch, ins Labor gehen 2. Was zur Hölle? What the fuck? Wo ist das Ding? Nicht testy. Tasty. Main Module. Da ist es. Load. Das ist das Ding eigentlich im Grunde genommen. So, wie viel gehen da rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuck. Okay, brauchen wir auf jeden Fall noch 4. 4 Stück. Die Mission ist schon so lange geplant. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. What the hell, ja. Gucken wir mal. So, dann machen wir jetzt erstmal weiter auf Eve. Könnten noch ein paar Sachen nehmen oder auch nicht. Zeug nehme. Ne, gehen wir erstmal dahin und fliegen das Ding nochmal, beziehungsweise ich setze es jetzt nochmal runter, damit wir da nochmal eine zweite Flagge setzen können. Und ich glaube auch ein Level-Up-Crew wäre auch mit angebracht. Ziemlich sicher. Die sollten mehr Sterne bekommen. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal. Na komm. Jetzt bin ich eigentlich auch mal gespannt, wie das aussieht von wegen Strom generieren. Während er verbraucht wird. Ja, es ist nicht hundertprozentig richtig, so. Ich sehe das Ding irgendwann sogar noch umfalle. Ich jetzt das ausmache. Ne, ich lasse es lieber an. So, Level Up Crew. Geht es? Ja. Boom! Level 3! Boom! Ja, das war klar. Und hier so Level Up Crew. Level Up Crew geht hier nicht. Alles klar. Dann machst du auf jeden Fall jetzt erstmal ein EVA und dann kannst du hier da hinten Gesellschaft leisten. Beziehungsweise, ja doch, kannst du. Komm, runter mit dir, du Sack. Let's go. Und dann gucken wir mal. Das war dann die Flag. Da müsste ja eine sitzen, oder? Ja, da sitzt auch eine paar Meter weiter. What the shit. Zumindest optische paar Meter weiter. Der Planet ist natürlich riesig. Da ist auch jemand, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Switch 2, ich gehe da gerade mal hin. Weil das ist jetzt natürlich eine Distanz, die man nicht so geil überwindet. Aber wir sollen da ja sowieso Flugzeuge fliegen lassen. Dann wäre es natürlich wieder was anderes. Ne, hockt keiner drin. Gott, what the hell? Wait a minute.
Doch, Kearney ist da drin. Natürlich. Ach, Kearney. Nicht cool. Echt nicht cool. Kann man die Plague lesen? Nee, kann man nicht. Die kann man nicht lesen. Ah, how uncool is that? Aber na gut. Okay, dann switchen wir jetzt wieder. Rüber. Kearney sitzt da drin. Ich brech ab. Eve Landing 1. Das ist Eve Landing 2. Tatsache. Switch to. Und die werden wir nachher noch schön erweitern. Und dann gucken, dass wir Kearney irgendwie darüber bekommen. Sonst gammelt die ja da so vor sich hin. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ja. Die Arme. Hat jetzt einen Moment gedauert, ja. Ich habe gerade überlegt, warum sich der nicht bewegt. Klar, war nicht aktiv, der arme Sack. So. Plant Flag. Wie heißt die Alte? Also das hier ist Billy Bobsel. Take Surface Sample auf jeden. Keep und EVA Report. Komm. Keep und Plant Flag. Könnt ihr ja auch, glaube ich, nochmal umbenennen, ne? Even Landing 2. Das ist natürlich nice, ja. Eve Landing 2. Billy Bobsel was here. So. Kann man das nochmal ändern? Reed Blake. Nee? Okay. Billy Bobsel was here. Close. Gut. Müssen wir natürlich nochmal gucken, wie die Alte heißt. Ganz klar. Ah, ah. Und im Triebwerk hängen geblieben. Moment, ja. Wir sollten das vielleicht drehen, dann geht das einfacher. So. Und dann Grab. Und Board zu der Alten. Komm, ran da. Rein da. Mia, Board. 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 So, Review Data. Können wir die noch verwursten? Nee, leider nicht. Dann senden wir sie. Und das senden wir auch. Okay. Gut, ist gesendet. LeBarry. Billy Bobsel und LeBarry. Also ich will da natürlich, dass er da drauf steht. Also muss er nochmal EVA machen. Billy Bobsel und LeBarry were here. Alter, lauf, kleiner Scheißer. So, Takedown. Boom. Und jetzt nochmal Plant New. So rum. Plant Flag. Halt noch, Junge. Gott, ist der lahm. Aber das Gebiet haben wir erschlossen. Where high. So, Billy Bobson und LeBarry were here. Alles klar, Reed Blake. Yay, das sieht cool aus. Okay, gut. Dann können wir jetzt wieder da rein. Und dann den Kopf zumachen. Grab und Board. Board. LeBarry und Billy Bobson. Die zwei Gimps. Okay, die sind am Researchen. Jetzt können wir uns natürlich bald mal Gedanken drüber machen, wie wir denn die Anna hierher bekommen. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Hammer geil. Ist zwar ein bisschen was kaputt gegangen, aber es läuft trotzdem noch. Das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst Kommentare und Likes. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Yeah, hey.